2012 sind wir prämiert worden als Bioenergiedorf Deutschlands. Es ist eine relativ einfache Geschichte. Der Klassiker, Biogasanlage und für die Spitzenlasten eine Hackschnitzelheizung. Hier haben wir einen Kreislauf, der relativ hundertprozentig ist. Zum einen haben wir auch im Hinblick auf die neuen Energieerzeugungsanlagen, die natürlich auch andere Voraussetzungen bei der Feuerwehr bedingen, im Rahmen der Investition noch ein neues Feuerwehrfahrzeug gekauft. Die Feuerwehr kann hier dementsprechend ausgerüstet werden mit neuen Fahrzeugen, mit Feuerwehrhelmen. So ein Feuerwehrhelm kostet fast 400 Euro. Ansonsten ist natürlich für alles, was hier für Schule und Kindergarten mit günstigen Energiepreisen und auch die Kinderbetreuung kann natürlich günstiger gestaltet werden. Viele Leute wollen hier wohnen und leben. Das bringt natürlich den entsprechenden Stolz und Schlöbi zu sein. Das ist schon was Gutes.